Herren, liebe Fußballfreunde, ich darf um Ruhe bitten und um Aufmerksamkeit für die Pressekonferenz im Anschluss an die heutige Partie im Rahmen des 10. Spieltages in der Regionalliga West zwischen der SG Wattenscheid 09 und dem Tabellenführer VfL Sportfreunde Lotte. Ich begrüße an meiner Seite die beiden Trainer, zum einen Ramazan Yildirim von den Sportfreunden aus Lotte, zum anderen unseren Coach André Pawlak. Bevor die beiden Herren zu Wort kommen und das Spiel in Worte fassen, das vor 536 Zuschauern mit 1:1 Toren endete, werfen wir einen Blick auf die übrigen Ergebnisse des heutigen Spieltags in der Regionalliga. Das Mikrofon nun an den Trainer des VfL Sportfreunde Lotte, an Ramazan Yildirim, Ihre Einschätzung, Ihre Kommentare zum Spiel bitte. Vielen Dank, hallo zusammen. Es ist immer ärgerlich, wenn man kurz vor Schluss den Gegentreffer kassiert. Aber wir haben es einfach versäumt, schon in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Da haben wir schon fünf eigentlich klare Sachen für uns aufgeschrieben, wo wir im direkten Duell mit dem Gästekeeper stehen und es nicht schaffen, in Führung zu gehen. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Auftritt zufrieden. Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein, weil wir unbedingt hier drei Punkte mitnehmen wollten. Ich glaube, auch nach der Führung, nicht nur der Pfostentreffer, auch andere Kontersituationen, da lag es wirklich in der Luft, dass wir das Spiel vorzeitig für uns entscheiden. So ist es ein Unentschieden gewesen. Damit können wir auch leben. Wir nehmen den Punkt mit. Es ist nicht die optimale Ausbeute, aber es ist ein Punkt, den haben wir. Drei wären auch, denke ich, gerecht gewesen. Aber Wattenscheid hat sich auch nicht aufgegeben, hat in den letzten Wochen das Unentschieden-Spielen ja irgendwo für sich auserkoren. Und vielleicht lag das auch in der Luft, ich weiß es nicht. Glückwunsch an den André, er hat eine gute Mannschaft, die wehren sich mit allem, was sie haben. Ich glaube, aufgrund unserer spielerischen Dominanz und Ballsicherheit haben wir über 90 Minuten nicht viel zugelassen. Für ein Auswärtsspiel war das in Ordnung. Wir haben 7-8 klare Einschussmöglichkeiten, müssen deswegen dieses Spiel gewinnen, aber die Welt geht bei uns in Lotte nicht unter. Wir werden uns jetzt ganz seriös und sachlich auf das nächste Spiel am Dienstag vorbereiten und wollen da unbedingt in einem absoluten Topspiel gegen einen Top-Gegner drei Punkte holen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ramazan Yildirim. Und nun hat André Pawlak das Wort. Fünf Unentschieden in Serie stehen jetzt zum Buch und heute mal eins, das sich nicht so doof anfühlt, nicht wie eine Niederlage, nicht wahr? Ja, danke. Ich bin erstmal froh, dass ich nicht wieder ein 2-2 kommentieren muss, sondern mal nur ein 1-1. Ich denke auch, Ramazan hat das schon sehr gut zusammengefasst. Unterm Strich haben wir heute wirklich einen Punkt gewonnen und nicht wie in den letzten Wochen zwei verloren. Das war sicherlich dann ein glücklicher Punkt. Gerade nach dem 0-1 hatten wir mehrere Situationen zu überstehen. Ein Pfostenschuss, ich glaube, Lukas Frontschick, wie viele Bälle der heute gehalten hat, im 1-1, das war überragend. Lukas hat, muss man sagen, heute für mich die absolute 1-Note. Top gehalten. Klar, wenn du das zweite kriegst, dann wirst du hier heute wahrscheinlich nichts wegholen. So haben wir trotz allem, wir haben dann nachher nochmal aufgelöst, haben Alex Tam nochmal nach vorne gebracht, der dann auch den entscheidenden Pass gibt zum 1-1. Hat immer dran geglaubt, trotz der schwindenden Kräfte, die wir hatten. Man hat das schon gemerkt, dass uns jetzt die letzten Spiele auch so ein bisschen müde machen und der eine oder andere schon auf dem Zahnfleisch geht, aber das ist halt einfach so und damit müssen wir leben. Trotzdem die Moral der Mannschaft. Der Punkt ist sicherlich der Moral der Mannschaft zuzuschreiben heute, dass sie sich nie aufgegeben hat bis zum Schluss. Und ja, jetzt wage ich gar nicht zu sagen, wenn der Lukas den letzten noch reinhaut, dann gewinnst du so ein Ding noch. Und sicherlich ist der Punkt heute glücklich. Lotte hat wirklich eine tolle Mannschaft, die wirklich überragende Dreiecke bildet in einem Kontaktspiel. Also das ist schon wirklich schwer. Da läufst du schon hinterher wie Hase und Igel teilweise, muss man schon sagen. Von daher war es für uns war wichtig, die Erfahrung zu machen, sich mit so einer Top-Mannschaft zu messen. Und einfach auch mal zu sehen, wie es da an der Spitze zugeht, was man da braucht, um da hinzukommen. Und von daher bin ich trotz allem mit der Einstellung, der kämpferischen Einstellung, der Moral der Mannschaft zufrieden. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, vor allem in der ersten Halbzeit auch, war der Mut, mehr zu wollen, mehr zu riskieren, mehr im Zweikampf zu gehen, den Gegner auch mal ein bisschen mehr weh zu tun. Einige Kontersituationen erst hat, dann haben wir fahrlässig weggespielt durch schlechtes Passspiel oder durch Mutlosigkeit. Und das können wir sicherlich besser machen. Aber klar bin ich mit dem Punkt hoch zufrieden und ich denke, das ist für uns ein absolutes Top-Ergebnis. Deswegen gehen wir zufrieden ins Wochenende und den Punkt nehmen wir jetzt mal so mit. Ich wünsche Lotte und Ramazan alles Gute für die Zukunft und ich bin mir sicher, dass die Lotte bis zum Ende da oben bleiben werden. Vielen Dank. Ja,
Vielen Dank auch an André Schablack für dein Statement. Und nun haben die Mitarbeiter von der Presse wie immer die Möglichkeit, Fragen an die beiden Trainer zu stellen. Ich lasse den Herrn Redemann erst runterflucken und dann bitte ich um eine Frage, bitte. Frage an Herrn Gilderim. Der Torwart Benedikt Fernandes hat Arroganz beklagt hinterher auf dem Platz und hat gesagt, dass wir da nicht mehr vernünftig verteidigt haben. Ja, das wäre irgendwie auch ein Stück weit Hochnäsigkeit gewesen. Sehen Sie das eh? Wenn man ein Gegentor kassiert, dann liegt es immer daran, dass man nicht gut verteidigt. Aber Arroganz oder sonst was habe ich bei meiner Mannschaft heute nicht mehr so. Weitere Fragen, bitte. Eine Frage an André Pallack. Trotz der vielen auch klaren Chancen von Lotte heute, würdest du trotzdem sagen, dass sich die Defensive in den letzten Wochen kontinuierlich stabilisiert hat? Ja, schon. Also wie gesagt, das fängt bei Lukas an, der schon seit Wochen eigentlich richtig gut hält und heute einen überragenden Tag hatte. Ich fand auch Tam und Gremowitz insgesamt sehr stabil heute. Wenn es gefährlich wurde, dann durch die Schnittstellen, wo sie durchgespielt haben. Aber ansonsten muss man schon sagen, defensiv, da machen ja auch alle ganz gut mit und deswegen, das fängt vorne an und deswegen ist es hinten dann auch insgesamt etwas besser. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt noch der Hinweis auf die kommenden Aufgaben der SG Wattenscheid 09. Weiter geht's in der Regionalliga West am kommenden Mittwoch mit einem Auswärtsspiel bei der Reserve von Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Grenzlandstadion in Reit ist am Mittwoch, 2. Oktober um 19.30 Uhr. Wir sehen uns dann wieder hier zum nächsten Heimspiel im Lohheide-Stadion. Die Ansetzung wurde gestern Nachmittag bestätigt. Die SG Wattenscheid 09 empfängt am kommenden Sonntag, also morgen in einer Woche, 6. Oktober um 13.30 Uhr, die Reserve des VfL Bochum hier im Lohheide-Stadion. Eine Ansetzung, mit der wir als SG Wattenscheid 09 nicht zufrieden sind, zumal sich der Verband da nicht mit den Vereinsinteressen mit dieser Terminfindung hat. Da gab es keine Übereinstimmung. So, den Satz haben wir jetzt auf diese Art und Weise auch zu Ende gebracht. Sonntag, 6. Oktober, 13.30 Uhr hier im Lohheide-Stadion. Zur gleichen Stunde spielt die Zweitligamannschaft des VfL Bochum zu Hause gegen Ingolstadt und dementsprechend wird der Derby-Charakter dieses Spiels dann auch ein bisschen ad absurdum geführt, zumindest was die Zuschauerresonanz angeht. Ja, das als kleiner Hinweis für die kommenden Aufgaben in der Regionalliga. Ich wünsche unseren Gästen aus Lotte einen angenehmen Nachhauseweg. Viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Ein angenehmer Aufenthalt. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke.